Sie ist da in ihrem Lebensraum mit all diesen Fähigkeiten. Was ist dir gefährlich an so, bei so jemandem? Die Abgrenzung. Die Abgrenzung, ja, was kann dem im Leben begegnen, was ihn aus dieser Kraft bringt? Was wäre das? Der noch stärker ist? Mhm. Gut. Hm? Ein Angriff, der das aus dem Gleichgewicht bringt. Mhm. Was kommt dir so? Distanznähe. Hm? Distanznähe. Ja, also dass da jemand zu nahe kommt. Grenze. Wo ist die Grenze? Ja. Wo ist die Grenze? Genau. Das ist irgendwie grenzenlose Macht, ne? Ja. Ja. Stimmt. Das ist grenzenlose Macht und was kann passieren, dass die Macht genommen wird? Genau. Mhm. Gut. Naja, die Macht wird genommen. Okay, geht sich wieder, zentriert sich, kann sich an Sicherheit bringen. Was wäre denn noch schlimmer, als jetzt nur mal eben so einen kleinen Huit zu kriegen und wegzufliegen? Diese. Na gut, aber wovor hätte sie denn jetzt zum Beispiel Angst, so eine Frau? Dass das gar keiner will, ne? Diese ganze Kraft. Wie ging es dir denn damit? Ich spüre, ich überlege, ich bin gerade am Rad. Ja, nicht denken, reinfühlen, einfach entspannen und spontan sagen, was kommt. Das kann was ganz Blödes sein. Ja, Nähe ist so. Die Nähe, das habe ich vorhin schon gehört. Ja. Ja? Also ich meine, das ist ja eine Aura, ne? Ja. Mhm. Die Nähe. Also schon, dass da noch jemand ist mit dem gleichen Potenzial, ne? Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Denn dann wäre die Macht ja gar nicht mehr so groß. Ja, stimmt. Dann müsste man sie ja teilen. Richtig. Das ist schon spannend. Ja. Oh. Jo. Okay. Mhm. Jetzt schon das praktische Beispiel, oder wie? Also, wir haben gesagt, Nähe, also ist praktisch jemand auf dich drauf zugekommen, hat dich angesprochen, völlig unerwartet. Kann man es mal so neutral formulieren? Ja, ja. Warst du erstmal überrascht? Mhm. Was ist jetzt los? Kommt der denn da an? Ja, ging mir damals genauso. Ich komme nach Hause, klingelt das Telefon, ich sage, wer ist dran? Nikolaus. Ich sage, was ist denn das jetzt hier? Ja. Ne? Ich sage, wie kommst du zu meiner Telefonnummer? Naja, aha, naja, schauen wir mal. Ja, jetzt machen wir den Kongress hier. Okay. Also, Überraschungseffekt. Hat die Rosa wahrgenommen. Toll, wa? Ja. Aha.
Ich schreibe jetzt nochmal den Überfall hin, weil das hatte vorhin die Christa gesagt. Du stehst da völlig, ja, unschuldig in deiner Mitte und plötzlich knallt dir einer von hinten ein Ding drauf. Ne? Ja, so ähnlich war es auch, ja. Ja, genau. Hallo, ne? Dann bin ich. Kriegst einen Watschen. Ja? Energetisch meine ich jetzt. Mhm. Also das kann plötzlich irgendwie das Gleichgewicht zerstören oder erstmal aus der Mitte bringen. Ne? Gut, kommt man wieder rein, sammelt sich. Gut, was wäre denn noch schlimmer, als einfach nur einen Schubs zu kriegen? Ja? Ha? Die Einsamkeit, dass da gar keine Resonanz ist vielleicht? Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ist man da mit seinem Potenzial irgendwo im Hinterland? Meinst gar nicht gesehen werden, dass gar keiner das wahrnimmt? Wie geht's dir damit? Nee. Nee, nicht? Mhm. Einsamkeit? Ja. Ja. Nicht gerne alleine sein. Am stärksten tatsächlich ist Nähe. Die Nähe kommt Nähe, am stärksten. Ja. Heißt also Nähe zulassen. Nähe zulassen, ja. Das ist das Stärkste. Mhm. Machen wir da mal weiter, wenn da die stärkste Resonanz ist. Was kann denn noch Schlimmeres passieren? Dass jemand dringt in dein Machtfeld ein. Hm? Tritt in dein, ne? Überschreitet die Grenzen. Ja. Und kommt auf dich noch zu. Was ist denn dann noch gefährlicher als so ein Übergriff? Hm? Die Verletzlichkeit? Wie geht's dir damit? Ja, ja. Ja? Was bei mir jetzt auch kommt, ist dieses ausgeliefert sein, dieses ausgeliefert. Mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort dafür ein. Ja, da steht ja plötzlich jemand in das deinem Energiefeld so, und denkst, ja, mein Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Ja, ja, dieses, ja, ausgeliefert sein. Ausgeliefert sein. Ja, und was kann dann passieren, wenn du völlig ausgeliefert bist? Furchtbares, Schreckliches, Bedrohliches? Ja, dann sterbe ich. Dann, dann wirst du einfach alle gemacht, ne? Ausgesaugt, genau. Tasch, ne? Leer. Stirbst, ja. Tot. Ne? Mhm. Naja, schöner Salat, ne? Das heißt, wenn ich das jetzt übertrage aus dem Warnsystem deines Inneren und dir jetzt im Außen eine Person diese positive Energie spiegelt, ja, dieses Machtpotenzial, es geht ja um Macht, in dem, also haben wir gesagt, Macht, die Macht wird genommen. Geht um die eigene Kraft. Mhm. Hatten wir ja vorhin gestartet dabei. Ja. Gut. Das heißt, wenn ich als, wie ist dein Name? Karin. Karin. Wenn ich als Karin mein Potenzial, meinen Schutz, mein Warnsystem intakt halte, mir helfen kann, Distanz schaffe, in Verbindung bin mit allen Dimensionen und mich jederzeit in Sicherheit bringen kann, ja, dann praktisch sterbe ich. Durch Verletzlichkeit, durch das Zulassen von Nähe, meiner Zeigen meiner Verletzlichkeit, das Ausgeliefertsein, sterbe ich. Ne? Das ist ja das, wo wir gestartet waren. Ja. Wenn ich meine Kraft lebe, sterbe ich. Mhm. Sind wir genau wieder da angekommen, wo du in Resonanz gegangen bist. Ja, richtig. Mhm. Alles ist da, aber ich gestatte es mir nicht zu leben, im vollen Umfang,
meine positive, weibliche, strahlende Energie, Maria Magdalena oder wie auch immer wir sie nennen wollen, auf allen Ebenen, weil ich sterbe dann. Ja. Weil dann kommt jemand, tritt ein, ich bin ausgeliefert, bin entwaffnet und sterbe. Ja. Mhm. Gut. Ja, dann werde ich natürlich alles versuchen, den Level immer schön im Schatten zu halten, damit ich nicht erkannt werde. Denn wenn ich das jetzt plötzlich zeige, dann komme ich an Todesgefahr. Mhm. Und dann kann ich auch zu mir selber nicht stehen. In der vollen Kraft. Obwohl die ja gebraucht würde eigentlich für die Liebe und für die Menschen und für die Kinder und für die Männer. Überhaupt. Ne? Weil das wäre ja toll, wenn man so strahlen kann. Mhm. So, da haben wir also jetzt mal eigentlich umgedreht. Normalerweise fängt man ja hier an und da und dann kommt man zu dem Satz. Aber wir hatten ja den Satz und wir sind als Sache wieder da gelandet. Mhm. So, und nun können wir eigentlich sagen, also ab heute darf das durchaus anders sein. Ne? Weil wir sind nicht mehr im Mittelalter. Da hätten wir ja alle gebrannt die letzten 3 Tage, glaube ich. Ne? Wir dürfen jetzt schon überleben, wenn wir zu unserer Kraft stehen als Frauen. Ja. Und die Männer auch, wenn sie zu all ihrem Potenzial stehen, die dürfen auch überleben und werden nicht mehr irgendwann verfolgt. Es gibt ja durchaus Gegenden in der Welt, wo das heutzutage noch so ist. So ist es nicht, aber wir haben ja das Glück hier zu inkarnieren und wir sind gerade dabei, das neu zu manifestieren, dass wir unsere Spiritualität, dass wir unsere Kraft, dass wir das leben können. Ja, gut, also du kannst das dann heute zu Hause, würde ich das nochmal für mich alles so aufschreiben. Und dann würde ich das wirklich ins Feuer schmeißen. Mhm. Mhm. Und dem Universum danken für den Kinderkongress. Ja. Dass dir sozusagen das jetzt übermittelt wurde. Und jetzt können wir etwas Positives finden. Ja? Wenn das jetzt alles weg ist und du hast Überzeugung jetzt gefunden, warum das so ist, weil du eigentlich Todesangst hast vor deiner Kraft, ist ja unsinnig, ne? Kannst du allen Menschen danken, die dir das gespiegelt haben bisher. Und jetzt kannst du für dich in deinem Herzen einfach sagen, oh, jetzt, ja, ich lebe meine Kraft aus vollem Herzen. Ich weiß nicht, was dir für Worte kommen, was du jetzt sagen möchtest. Ich bin kraftvoll und schön. Was steht da? Das Wohlgefühl meiner Seele steht heute an erster Stelle für mich. Ja, wer sagt's denn? Da muss ja deine Seele jetzt jubeln. Ja, es gibt Zufälle, oder? Ja, was für ein Zufall. Ja, ich traue es nicht. Ach, schön. Mhm. Ja, ja, also ich sehe schon, vor 14 Tagen, als wir Maria Magdalena hatten, dann wäre das auch gut gewesen. Da konnte ich meinen Vortrag auch nicht halten, komisch. Da war dann die Zeit so weg. Rosa weiß es und ich habe dann verzichtet nur zugunsten des Zeitplans. Ja, da wollte ich über die weiblichen Schattenseiten sprechen. Aber das war wohl auch noch nicht die Zeit dafür. Ja, also du kannst dir jetzt selber einen neuen Glaubenssatz herausnehmen und suchen. Oder wenn der dir passt, dann kannst du damit anfangen zu arbeiten und das andere kannst du heute Abend verbrennen. Dann wirst du mal sehen, was in deinem Leben wird passieren. Was für tolle Männer kommen werden. Deine Kinder werden sich freuen, ja? Hm? Geh an deine Grenzen, genau. Okay. Ja, überschreite deine Grenzen, probier es einfach. Ne? Ja. Mut es dir selber zu und mute dich auch den anderen zu. Nimm dich nicht zurück, zeig dich einfach. Ja, genau. Ne? Ab jetzt zeige ich mich jeden Tag mehr und mehr. Ist auch ein schöner Satz. Sehr schön, ich muss jetzt mitschreiben. Ja, ich kann es aufschreiben oder jemand schreibt mit und dann können wir das dann nehmen. Ja. Mhm. So. Zufrieden? Wunderbar, ja. Mhm.